wär's dieser Junge, der ohne Boden lebt, der Rückenschmerzen hat, weil er auf dem Boden schläft. Lass dein Hass raus, ich will deine Seele sehen. Du gehst in die Hölle, wenn du versuchst, Leben zu nehmen. Du musst das Böse bekämpfen, egal was dein Verlangen sagt. Halt an deine Religion fest bis zum letzten Tag. Seh meine Brüder an der Front, sie liegen auf dem Sand. Ihr seid hier, doch ihr sind dicht in diesem Land. Du bist blind, weil ihr auf die Jugend guckt. Und anstatt zur Moschee geht ihr in den Jugendclub. Ungläubige werden von der Natur bestraft. Es ist peinlich, wenn du in deiner eigenen Kultur versagst. Öffne deine Augen, guck, was wichtig ist. Allah wird dir zeigen, was richtig ist. Warum wollt ihr nicht sehen, dass Scheitan böse ist? Warum wollt ihr nicht sehen, dass Krieg keine Lösung ist? Wann kann ich beten, ohne zu überlegen, ob wir heute sterben oder morgen noch leben? Bismillah, ich halte mein Wort fest und übergebe mein Schicksal Gott jetzt. Wann kann ich beten, ohne zu überlegen, ob wir heute sterben oder morgen noch leben? Bismillah, ich halte mein Wort fest und übergebe mein Schicksal Gott jetzt. Anstatt mit der Waffe Leben zu vernichten, bittet um Vergebung, um euer Gebet zu verrichten. Warum wird der Islam mit Krieg verbunden? Merkt ihr nicht, unsere Religion ist im Krieg versunken? Warum wird in unseren Ländern Krieg geführt? Hass hat die Menschen zum Krieg geführt. Wieso werden muslimische Mütter wehrlos angegriffen? Israel versucht mit Waffen Terror anzustiften. Und dich interessiert es nicht, weil bei euch alles gut ist. Doch in unseren Krankenhäusern siehst du, wie das Blut spritzt. Bruder, nimm meine Hand, heb den Kopf. Du kannst sagen, was du willst, doch du lebst für Gott. Schwör nicht auf Koran, wenn die Lüge in dir ist. Tu was Gutes, auch wenn du ein schlechter Mensch bist. Ihr sündigt, auch wenn ihr es trotzdem wisst. Sag nicht Alhamdulillah, wenn du kein Moslem bist. Wann kann ich beten, ohne zu überlegen, ob wir heute sterben oder morgen noch leben? Bismillah, ich halte mein Wort fest und übergebe mein Schicksal Gott jetzt. Wann kann ich beten, ohne zu überlegen, ob wir heute sterben oder morgen noch leben? Bismillah, ich halte mein Wort fest und übergebe mein Schicksal Gott jetzt. Ich will keine Sünden, ich will in den Himmel nach dem Tod. Deswegen danke ich Allah für Wasser und Brot. Du wirst beobachtet bei dem, was du machst. Sei dankbar für das, was du hast. Ich bin Sklave Gottes, ich bin kein Islamist. Lies den Koran, damit du weißt, was Islam ist. Es ist deine Entscheidung, welche Wahl du fällst. Fürchte niemanden, niemanden außer Allah selbst. Der Islam, die jüngste Religion in Lebzeiten. Ich will dich nicht bekehren, ich will dir nur den Weg zeigen. Ich habe Sünden in mir, ich habe jeden enttäuscht. Doch Allah gibt dir die zweite Chance, wenn du Fehler bereust. Du nennst dich Moslem, doch ich sehe, wie du das Gewehr hältst. Bruder, faste, auch wenn es dir schwer fällt. Ich bin 17, ich habe wenig Erfahrung. Doch mein Vater lehrte mich beten und er kennt die Offenbarung. Wann kann ich beten, ohne zu überlegen, ob wir heute sterben oder morgen noch leben? Bismillah, ich halte mein Wort fest und übergebe mein Schicksal Gott jetzt. Wann kann ich beten, ohne zu überlegen, ob wir heute sterben oder morgen noch leben? Bismillah, ich halte mein Wort fest und übergebe mein Schicksal Gott jetzt. Wann kann ich beten, ohne zu überlegen, ob wir heute sterben oder morgen noch leben? Bismillah, ich halte mein Wort fest und übergebe mein Schicksal Gott jetzt. Bismillah.